Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold mit mir, Tritaid. Ein letztes Mal stürzen wir uns ins Gefecht. Zur Mission 21. Die Rache. Als euer Vater blutend vor mir lag, bettelte er darum, ich möge sein Leben beenden. Es bereitete mir Vergnügen, seine Qualen zu sehen, so wie ich auch euer Leiden genießen werde. Tretet ein in meinen Bau und macht euch bereit, eurem Schöpfer zu begegnen. Ich habe schon viel von euren Heldentaten gehört, doch leider konnte ich euch noch nicht dabei zusehen. Ich werde euch das Kommando über meine Armee übergeben und ihr sollt die Ehre haben, den letzten Schlag zu koordinieren. Sir Longarm und ich werden euch beobachten. Bereitet dem Treiben des Wolfs mit den vereinten Streitkräften des Königs und Sir Longarms ein Ende. Ihr habt bereits den Großteil seiner Armee ausgelöscht. Doch dem Wolf bleiben noch zahlreiche Männer und sein Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Er hat das Geheimnis des kochenden Öls entdeckt, dringt also nicht zu ungestüm vor. Setzt stattdessen die neuen Triboke ein, um ihn aus der Ferne zu schwächen. So, hier sind wieder Tipps für all diejenigen, die wissen wollen, was ich hätte tun sollen. Also ich muss eine Pause machen, weil ich will die nicht selber lesen. Also einfach die Möglichkeit dazu haben, wie üblich. Und wir haben den neuen Triboke. Mission ist Töte den Wolf. Das machen wir jetzt zum dritten Mal, versuche ich das, glaube ich. Erstmal ein bisschen Speeddown, das kennt man. Und dann Truppen zurückziehen, so. Generell, so. Ihr kommt nach hier unten. Ihr kommt nach hier vorne. Ihr kommt nach hier vorne. Ihr kommt nach hier unten, zusammen mit euch. Ihr kommt also nach hier. Ihr kommt alle vier nach hier unten. Ich habe irgendwo Baumeister, glaube ich, noch. Wo sind die? Ja, da sind die. So, Baumeister, 5. Kommt nach hier. So, da in den Wald. So, dann hätte ich ganz gerne meine Armbrustschützen, wie schon gesagt, hier vorne. Bogenschützen so ein bisschen hier oben. Und dann von euch hier vorne kleinere Gruppen, die sich da überall so aufstellen. So ein bisschen hier, um den gegnerischen Ausfall, der gleich kommen wird, abzufangen. Und den Bogenschützen die Gelegenheit zu geben, dass alles zu schießen. So, dann kommt ihr so hier hin. Hier 6 kommt so hier hin. Das verteilen die sich hier so ein bisschen. Dann rennen die Gegner da rein schön und, also das ist der Plan zumindest, die Gegner rennen schön in diese Leute hier rein und werden dann, während sie mit denen noch kämpfen und dafür dann auch anhalten müssen und noch bessere Ziele abgeben, von den Bogenschützen und Armbrustschützen besiegt, die ich jetzt mal ganz kurz auf Angriffshaltung stelle, beide. Und euch auf Defensiv bitte. Noch ein paar von euch nach hier vorne, so. So, da kommen wir jetzt dann erstmal. Also wir werden hier, ich bin ja schon mal, nicht das erste Mal hier jetzt. Ich glaube, das ist der dritte Anlauf oder der zweite. Kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ist es jetzt eine längere Pause dazwischen gewesen, weil ich schlicht und ergreifend wirklich keine Zeit hatte. Möchte mich auch für entschuldigen. Eigentlich sollte das hier ja schon vor Ewigkeiten kommen. Ich habe auch letzte Woche tatsächlich aufgenommen, aber das war überhaupt nichts. Und, ja, also ich weiß schon, wie ich die Burg einnehmen will. Ich habe da auch gewonnen, aber die Aufnahme war überhaupt nichts. Da war Bild die ganze Zeit flackern drin, Soundqualität war nicht akzeptabel und so weiter. Da ist irgendwas ganz gravierend schiefgelaufen bei. Aber ich habe schon einen ziemlich genauen Plan, wie ich das hier einnehmen will. Ich hatte da schon irgendwie 3,5 Stunden oder so dran probiert. Okay, dass ich das jetzt nicht nochmal machen wollte, hat eventuell zu meiner Motivation, mir nicht die Zeit dafür zu nehmen, beigetragen. Aber es tut mir auch leid und so. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich dann auch nichts dafür, aber ist halt so. So. Also, laut Plan setzen wir jetzt erstmal einen Speicherpunkt, denn... Oh ne, da kommt gerade mal Ritter raus. Das ist eigentlich so nicht geplant gewesen. Dann kommt die mal ganz kurz nach hier vorne. Und meine Bogen- und Armbrustschützen dürfen schon mal so ein bisschen da draufhauen. In der Hoffnung, dass wir dann jetzt hier nicht so viele Leute verlieren. Denn eigentlich brauchen wir die. So, das ging aber eigentlich. Wir haben noch 42, das ist ganz okay. Wir haben mal mit 45 gestartet. Dann speichern wir das jetzt erstmal auf Tritaid 1. So. Und dann hätte ich ganz gerne zunächst mal Baumeister gehabt. Und zwar einen. So. Also da kommen noch welche. Mann. So, also wir sollten mindestens 40 von denen übrig behalten. Wir dürfen jetzt also noch 2 verlieren maximal. Und du mit dem ganz wenigen Leben kommst da mal weg.
So, damit ist jetzt aber auch gut, oder? Hast du noch irgendwo was? Nee, sieht nicht so aus, als ob da noch irgendwas wäre, was man rausschicken könnte. Doch, da kommt noch zwei. Mann, haben wir vorne wieder einen? Ja, wir haben wieder einen. So, und dann jetzt mach den mal ganz kurz fertig hier. Ist ja im Prinzip kein Problem, ich verliere jetzt so ein paar Lanzenträger, das ist... Ja. Es ist alles mehr oder weniger Kleinvieh. So, dann noch 42 immer noch. So, jetzt ist aber wirklich mal Ende hier, oder? Ich hoffe es. So, ja, ich ganz gerne das nächste Mal Baumeister. Und der darf dann einen Tribok bauen, so irgendwo in diese Gegend. So. Halt außerhalb der Reichweite auf der Balliste da oben. Also irgendwo so hier. Und wenn das ein Fail war, müssen wir leider neu laden. Nochmal diesen ganzen Ritter vernichten, weil ich gerade es vergessen habe und den nochmal besser suchen. Genaue Position von Triboken suchen wird uns insgesamt einiges an Zeit kosten. Das war zu nah. Oder? Heute jetzt noch? Also, gerade hat sie auf den Baumeister geschossen. Auf den Tribok feuert sie eventuell nicht. Wenn sie auf den Tribok feuert, dann müssen wir das nächste Mal so hier hin auf den Punkt setzen. Und neu machen. So. Lass mich raten, sie feuert. Und die drei Jungs kommen bitte da rein. Bis nach hier. Also noch ignoriert sie den Tribok. Wobei, nee, die hat ihn schon beschossen. Hat auch schon Leben verloren. Und das sieht mir nach einem Neuladen aus. Ich ziehe einfach mal einen der Schilde hier hinten dazu. Denn theoretisch können wir uns das erlauben. Also bei der Tribok fällt, müssen wir halt neu laden. Und das wird wahrscheinlich gleich passieren. Denn wir brauchen das Geld, und zwar mehr oder weniger alles. So. Er landet momentan ziemlich gute Treffer. Das ist nicht normal, dass ein Tribok so schön trifft. Also er hat halt immer so ein paar Parameter, so mit Wahrscheinlichkeit und so. Dass der immer so schön trifft, ist nicht selbstverständlich. Also der Schild hat halt so eine Aura um sich rum, dass aller Schaden, der irgendwelchen Einheiten dazugefügt würde, dem Schild zugefügt wird. Bedeutet, der Tribok ist momentan mehr oder weniger unverwundbar. Solange der Schild da steht. Sollte zumindest, wenn ich den Schild richtig verstanden habe. Ich habe Schilde nie ganz verstanden, ich ziehe sie einfach mal. Ja, okay. Ich wusste auch, wir hätten ihn davor ziehen sollen. Leute, wir laden einfach erstmal an diesen Punkt hier vorne. Wir vernichten dann jetzt diese Reiter und setzen einen neuen Speicherpunkt mit vernichteten Reitern. So, und du hier vorne bist der Typ mit ganz wenig Leben. Du kommst schon mal nach hinten. Es gibt bei jedem Angriff immer einen Typ mit ganz wenig Leben. Danach, also nach jedem Angriff. Nicht bei jedem Angriff. So, das erste Pferd fällt schon mal. Dann armes Schützenladen nach. Nächstes Pferd fällt. Und da hinten, so, also Reiter, nicht Pferd. Und du ziehst sie zurück. Der fällt jetzt auch hoffentlich dann irgendwann mal. So. Wo sind die anderen? Lass uns mal vorspulen. Da kommt nichts mehr, okay. Und dann wird jetzt nochmal gespeichert. Damit wir das nicht nochmal machen müssen. Und dann setzen wir jetzt den neuen Tribok. So, nehmen wir direkt rein. Ja, wir gehen direkt rein. Sehr schön. Das macht das Ganze etwas schneller. Nach hier hinten. Wenn er getroffen wird, dann wird neu gemacht. Wir schwimmen einfach mal ein bisschen vor, weil das wird jetzt eine Weile dauern. So, wird er getroffen. Sieht nicht so aus. Und dann machen wir jetzt, weil wir einen stehenden, stabilen Tribok haben, einen Speicherpunkt. Und vorher noch diesen Turm dort. Denn der hat jetzt halt immer Wahrscheinlichkeiten und es kann auch einfach sein, dass der nichts trifft. Und das, ja. Also er sollte mit seinem... Also er hat 20 Steine und er sollte zumindest mal das halbe Leben des Torhauses und den einen Turm dort vollständig vernichten. Wenn er das nicht hinkriegt, dann laden wir neu. Ja. Der Turm muss auf jeden Fall weg, vor dem Tor sogar noch. Denn wir können das Tor nicht vernichten, wenn der Turm noch da ist. Und den Turm trifft er gerade überhaupt nicht. 11 Steinchen hat er noch, also er kann durchaus noch alles... Noch ist alles drin. Die Mauer schon fast eingerissen. Das war wieder ein kleiner Treffer auf den Turm, so ein Streifschuss mehr. Das war nichts in Wirklichkeit. Das war wieder ein Treffer. Er hat noch 7 Steine. Vom Tor hat er schon genug Leben gezogen. Wenn er jetzt noch den Turm da weghauen kann, dann bin ich zufrieden. Aber der Turm ist halt weg, weil die Balliste können wir da nicht stehen lassen. Ah, schafft aber nicht mehr. Noch 2 Steine hier nach. Volltreffer. Müssen jetzt alles Volltreffer werden und selbst dann wird das, glaube ich, kritisch. Ja, das wird nichts. Also laden. Und noch einmal.
bis dass dieser Turm weg ist. Einmal. So, das war wieder ein wunderschöner Treffer in den Wald, den ich eigentlich nicht will. Also, es ist halt mal wieder, ja. Es wird halt ein bisschen sich ziehen. Es ist eine Belagerungsmission, die spiele ich auch nicht so gerne. Wisst ihr ja. Ja, mal. Warum kann ich jetzt hier nicht einfach irgendwie 150 oder bis 200 Armbrustschützen haben, hier vorne so 20 Trikboker hinstellen und dieses Ding in Grund und Boden schießen? Nein, ich muss es mit so einer kleinen Armee machen. Der großen, epischen Armee des Königs, Sir Langarms und von mir alle zusammen jetzt hier in der großen, finalen Schlacht insgesamt. Nicht mehr 100 Männer. Aber naja, okay. Ich beschwere mich jetzt einfach mal ein bisschen weniger und spiele ein bisschen mehr. Und wir haben nämlich noch 7 Steine und der Turm hat schon einiges an Schaden genommen. Und das ist doch auch schon ein Ergebnis, über das man sich freuen kann. So, ich hätte jetzt ganz gerne, dass du zumindest den Turm da vernichtest und auch noch ein bisschen Schaden am Torhaus anrichtest, ehrlich gesagt. Turm vernichten hat allerdings Priorität, also in, ja, sehr schön. So, und aufs Torhaus schießen. Einen Stein hat er danach noch. Wow, er hat den Bogenschützen getroffen. Okay, das war's. Wir gucken mal, wenn das Katapult das hinkriegt, dann lassen wir's. Denn wir müssen in Wirklichkeit... Wir haben keine Trikboker mehr. Wir müssen jetzt mit dem Katapult hier fertig machen. Bedeutet, Torhaus muss jetzt mit dem Katapult weg oder wir laden neu. So, Feuer frei. Also, kann halt nicht, weil wenn die Balliste noch da ist, kann das Katapult halt nicht feuern. Das hat jetzt nochmal 17 Steine. Ist auch ein bisschen zielstrebiger in dieser Hinsicht. So, das wird dann da jetzt ein bisschen gegen das Tor ballern. Das muss halt weg. 11 haben wir. Sieht kritisch aus. 4 noch. Das wird nicht. Deswegen sage ich, der Tribok muss in Wirklichkeit so eine knappe Hälfte ziehen. So, Tribok freut auf den Turm. Wir können jetzt schon mal das Katapult vorziehen. Dann haben wir das gleich. So, dahin. So, und der darf dann jetzt wieder den Turm vernichten. Komm. Los. Oh, du hast einen Hundezwinger getroffen. Wundervoll, jetzt mach mal den Turm. Hundezwinger ist nicht dein Ziel. Ich würde sagen, wir machen noch diesen Durchlauf und danach zerstückle ich die Aufnahme, bis wir einen haben, der funktioniert. So, 10 Steine hat er noch. Warte mal, etwas halbe Leben. Ah, fail. Fail. Ich würde halt ganz gerne wirklich einen nehmen, weil, den hier jetzt nehmen, weil der Hundezwinger ist halt schon weg und das ist eine ganz tolle Sache in Wirklichkeit. Aber das können wir nicht machen. Das Torhaus muss jetzt weg. Dass doch erstmal noch einen Stein da draufhauen muss, ist irgendwie Schwachsinn. Also den Bogenschützen getroffen hat keine Steine mehr. Das bedeutet, wir probieren es nochmal mit dem Katapult. Und... Okay, fahren ein bisschen näher ran. Vor der Mangel davon muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich ziehe mal meine restlichen Truppen so ein bisschen auf Seite. Okay, jetzt war's dann. Laden. Und wir sehen uns gleich. So, und damit willkommen zu dem noch wesentlich langwierigeren Spiel. Gehen auf minimale Geschwindigkeit. Und wir feuern. Und wenn das kein Treffer wird, zumindest ein bisschen Leben zieht, dann ist Ende. So. Tribok feuert, Tribok hält an. Hat getroffen und hat Leben gezogen. Das bedeutet, wir speichern zwischen. Und noch einmal. Tribok greift an. Gilt das als... Ja, das gilt als Treffer. Du darfst nochmal. Das gilt nicht als Treffer. Laden. So. Feuern. Und anhalten auf jeden Fall erstmal. So, und laden. Kein Treffer. Und Feuer. Anhalten. Das war wieder kein Treffer. Laden. Machen
machen das jetzt einfach mit maximaler Munitionseffizienz, indem wir immer warten, bis ein Volltreffer landet und dann speichern. Okay, das hat zumindest Leben gezogen. Speichern. Nächste Runde. Dein dritter Schuss. Ein dritter Schuss wird ebenfalls ein Volltreffer, prophezeie ich jetzt schon. Also später wird er zumindest ein Volltreffer sein. Das war ein Schusstreffer ins Torhaus, den lassen wir mal gelten. Wir müssen auch dem Torhaus die Hälfte des Lebens ziehen, und ob er das jetzt macht oder nachher, ist egal. So, er feuert und hört wieder auf zu feuern. Kein Treffer. Laden. Er feuert. Und er hört auf zu feuern. Kein Treffer. Laden. Damit ihr einfach mal seht, wie das ist, so eine Mission, wenn man die dann direkt spielt. Das ist ja nicht einfach nur eine Demonstration der Lösung, es ist ja keine Komplettlösung hier, es ist ein Let's Play und da dürft ihr gern bei allen Teilen des Ganzen dabei sein. Speichern. So. Mal schauen, anhalten. Er hat einen Treffer gelandet. Speichern. Wird das ein Treffer? Wird das ein Treffer? Wird das ein Treffer? Und ich freue mich schon so darauf, das Ganze nachher zusammenzuschneiden. Kein Treffer. Und wird das ein Treffer? Wird das ein Treffer? Es wird ein Treffer! Wuhu! Speichern. Ich freue mich schon jetzt tierisch darauf, das Ganze nachher zusammenschneiden zu dürfen. Nächster Schuss. 6 Schüsse haben wir schon abgegeben. Turm hat etwas halbe Leben verloren. Thoros hat auch schon einiges an Schaden kassiert. Da fliegt er. Treffer. Speichern. Und. Wieder ein Treffer. Anhalten. Ah Mann, ich muss einen doppelten Schuss. Okay. Versagt. Okay, tut mir leid. Wir müssen den Treffer vorhin leider negieren, weil wir da noch keinen Speicherpunkt setzen konnten. Feuern und dann jetzt schon mal anhalten. Zorm nimmt Schaden. Speichern. Und Feuer. Und anhalten. Es wird ein Treffer. Heißt speichern. Oh wow, das muss so lustig aussehen nachher. So. Der gefühlt 20. Versuch für diesen Schuss. Treffer, sehr schön. Und ich habe nicht gesagt, er soll anhalten. Nein, warum? Okay, er schießt nochmal. Wieder ein Treffer. Puh, Glück gehabt. Dann dürfen wir die beide gelten lassen. Und es weiter versuchen. So. Jetzt sollte der Turm fallen. Ja, sehr schön. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh nein, er wird jetzt einen Schuss vergolden. Nein, es war tatsächlich direkt ein Treffer ins Torhaus. Oh wow, speichern wir. So, und damit hast du noch 5 weitere Schüsse. Mach das Torhaus weg. Anhalten. Und laden. Du schießt. Danach hörst du auf. Und treff auf das gegnerische Haupttor. Das heißt, speichern. Und Versuch Nummer 27 für den letzten Treffer. Die Triebwerke sind so ungenau. Ja, wir haben ihn. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh, naja, okay, wir brauchen den Stein in Wirklichkeit nicht mehr. Ich hätte halt ganz gerne noch irgendwie den so einen Hundezwinger oder so ins Ziel gegeben, aber okay. Dann speichern wir das Ganze jetzt erstmal, denn wir haben es tatsächlich geschafft, hiermit fertig zu werden. Und dürfen uns jetzt der nächsten Aufgabe widmen. Rind werfen in dieses Gebiet. Denn ich würde dort jetzt ganz gerne die Leute vernichten. So, nochmal Rind werfen in dieses Gebiet hier. Wir werfen jetzt einfach wieder mal erstmal alle 5 am Stück und gucken mal, wie viele wir denn hier so wegkriegen von... Komm, das wird was.
bisschen mehr nach dahin. Ist schon halb verwest. Wir benötigen Steine. Bloß weg damit. Komm schon, jetzt noch einen schönen Treffer und dann habe ich damit auch genug Schaden angerichtet. Ist das ein schöner Treffer? Ah, das gilt, glaube ich, als schöner Treffer. Das speichern wir jetzt erstmal ab. Und dann hast du deine Schuldigkeit getan. Das heißt, wir drei stoßen jetzt zum restlichen Baumeister hinzu. Und wir gehen zu Teil 2 des Plans über. Hier vorne werdet als Top 1 eingestellt und kommt hier unten links runter. Das wird jetzt ein bisschen langwieriger, aber eher für euch, weniger für mich, denn ihr müsst jetzt einfach längere Zeiten warten, während Bogenschützen schießen. Und weniger, ich muss die ganze Zeit neu laden. Okay, das ist nur den hinteren möglich, also ziehen wir den mal noch ein bisschen weiter, so nach hier hin. Ich habe halt auf die harte Tour lernen müssen, dass hier vorne Pechfeld liegt. Ja, okay, jetzt haben wir es im Rand gesteckt. Wir gehen erstmal aus dem Weg. Wir können hier immer noch getroffen werden, wundervoll. Okay, dann lauft jetzt einfach erstmal zurück in den Schutz des Waldes. Das Pechfeld, dass es angezündet wurde und kein einziger Bogenschützenleben verloren hat, ist ganz gut. Deswegen speichern wir es als Fortschritt ab. Und gehen dann, sobald das Feuer erloschen ist, auf Position. So, von dort vorne aus können wir diesen Bogenschützen angreifen. Alle können schießen und wir können auf deutlich höhere Geschwindigkeit stellen. Auf den bitte. Noch haben wir keinen einzigen Bogenschützen verloren. Auf den Bogenschützen bitte schießen. Okay, jetzt haben wir einen verloren. Aber ein, zwei Verluste sind auch kein Drama. So. Auf die Mangel schießen bitte. Das dauert ein bisschen länger, aber das wird auch gleich funktionieren. Pumpf's. Auf den Ritter schießen, bitte. So, der dauert noch länger. Aber wir sind ja auf doppelter Geschwindigkeit und wir können uns dabei was Lustiges erzählen, beziehungsweise ich kann euch irgendwas Lustiges erzählen. Jetzt muss ich mir nur ganz kurz was Lustiges zum Erzählen einfallen. Wir können, glaube ich, die so ein bisschen weiter noch dahin stellen. So, noch da. Dann ist etwas besser. Schusswinkel und so. So, kommen die hier in einem relativ schönen Teil. Der Typ da vorne wird immer wieder getroffen. Die drei Bogenschützen hier vorne sind dann als nächstes dran. Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen warten. Alle Typen wegräumen. Jetzt ein bisschen mit den Bogenschützen rumgehen und Gegner weghauen, halt so grob gesagt. Das wird jetzt eine Weile dauern. Aber, naja, immerhin kann ich ungestört labern und weiß, dass auch wirklich alles in die Aufnahme reinkommt. Ihr glaubt gar nicht, wie erleichternd das ist. Außerdem ganz gerne schon mal die Armbrustschützen mobilisiert. Oh, jetzt haben wir Bogenschützen. Dann haben wir, da oben haben wir getroffene Leute. Hier unten haben wir Bogenschützen, das ist ganz lustig. Er ist gleich tot. Die 14 Armbrustschützen stellen wir jetzt einfach mal hier vorne hin. Die dürfen dann gleich, wenn die Bogenschützen schon mal rumgehen und die anderen fertig machen, weil die Bogenschützen eine viel größere Reichweite haben als die Armbrustschützen, sich um die Hundezwinger kümmern. So nach und nach. Die Bogenschützen feuern jetzt auf diesen Bogenschützen dort. Sagst du jetzt noch? Okay, komm ein bisschen weiter nach vorne. Okay, das lassen wir bitte. Wir speichern jetzt vorsichtshalber nochmal. Und setzen hier auch einen Cut hin, damit ich das nachher habe. So, und dann, ja. Jetzt schon beim ersten Neuladen und setzen deswegen jetzt erstmal einen weiteren Speicherpunkt. Wir meiden das Gebiet hier vorne weiterhin, denn da oben sind nur noch zwei Bogenschützen. Und die sollen uns jetzt nicht frühzeitig abschießen. Und deswegen ziehen wir erstmal durch die Wälder hier hinten, außer deren Reichweite, bequem nach hier so in etwa. Wir haben schon zwei Bogenschützen verloren, das ist gar nicht mal so toll, aber es ist ein Schlimmeres. Und dann gehen wir jetzt mit verniedrigter Geschwindigkeit, vorsichtig. Das ist einfach hier ein Speicherpunkt, das ist wesentlich angenehmer. So, speichern, ja. Und dann gehen wir jetzt vorsichtig nach vorne. Es bleibt jetzt auch erstmal eine Aufnahme in einem Stück, auch wenn wir ab und zu mal zurücksetzen. Da ist der erste Feind und wir müssen wieder zurück.
denn der trifft uns sonst. Wir gehen jetzt erstmal da unten, dass wir von dem Hügel wegkommen. Und dann ziehen wir einfach nach hier vorne und hauen die weg. So, heißt vorziehen und Angriff. So. Da treffen nicht alle, aber da treffen manche. Du kommst weg da. Und denn du bist das Hauptziel der Gegner momentan. Du bist der Nächste. Der momentan angegriffen wird, okay. Jetzt sind alle weg. Das heißt, wir setzen erstmal hier vorne den nicht laden, speichern, den Speicherpunkt. So. Und setzen einen Schuss auf den anderen Bogenschützen fort. Nur einer unserer Männer kann feuern, aber das reicht mir, denn es ist nur ein Bogenschütze, der hat nicht so viel Leben. Okay, alle kommen nach hier hinten nochmal, alle kommen nach hier vorne. Und dann ziehen wir jetzt so, dass ein paar mehr feuern können. So, feuerfrei. So, das sollte jetzt eigentlich in ein, zwei Salven erledigt sein. So, okay, wir haben nochmal einen Bogenschützen verloren, das ist scheiße. Aber okay, wenn wir jetzt keinen weiteren Bogenschützen dabei verlieren, dass wir den da angreifen, dann... Okay, wir haben einen weiteren verloren, das heißt, wir laden nochmal. So, alle sammeln sich. Und wir marschieren vorsichtig ran und machen den fertig. Oh, fuck down, der ist schon wieder. Ein Treffzug erstmal, so, okay. Wir gehen nach hier unten. Nach hier vorne und feuern auf den Ort, sobald der in Reichweite kommt. Und wenn wir jetzt keinen Bogenschützen verlieren, dann können wir das Ganze als Speicherpunkt setzen. Juhu. Speichern, speichern, speichern. So. Und dann muss der da weg. Sagt ihr jetzt noch. Warum ist das denn für den möglich? Okay, wir nähern uns ein bisschen mehr von Norden, da ist der Turm weniger im Weg. Hier ist eigentlich eine Zeit hier mit den Armbrustschützen aus. Macht ihr Fortschritte? Naja, es geht. Die haben ja noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch eine Weile aufräumen. Kommt nach hier. Kommt nach hier. Dann nach hier vorne und feuert. Und wir laden. So, hier kommt er da hoch. Wir wissen also, dass wir da hinten nicht in Reichweite kommen dürfen. Wir feuern also jetzt einfach mal. So. Okay. Dann stürmen wir jetzt mal ein bisschen weiter vor und feuern dem ein paar Salven rein. So, der ist weg. Wir haben zwei Bogenschützen verloren, weil wir von dort hinten beschossen wurden. Laden. Zieht nach hier vorne, sobald ihr könnt, feuert ihr. Rücken aus, Visiere an. Sind auf dem Weg. Weg dort. Wow, zwei Leute sind in Mörderlöcher reingelaufen. Laden. Und Bogenschützen bereit. Gut, wir wissen also auch jetzt, dass hier vorne Mörderlöcher liegen. Nicht möglich. Mein Bogen ist euer. Und laden. Und mein Herr? Ich glaube, ich verstehe inzwischen langsam, was an solchen Angriffsmissionen mit kleinen Armeen, wo man auf jeden einzelnen Mann achten und alles perfekt machen muss, so frustrierend sein kann. Aber darum geht es ja auch ein bisschen, dass ich hier so erkenne, wie das Spiel so ist und auch die negativen Seiten so eines Spiels mal sieht. Es ist ja nicht immer nur alles hier Demonstration von Tollheit. Es ist auch einfach mal blanke Wahrheit. So, Datei beschreiben, speichern. Wir haben alle weggehauen. Wir ziehen hier jetzt hier unten so ein bisschen in den Wald rein. So. Und feuern einfach mal auf diesen Hundezwinger dort. Okay, ein bisschen weiter nach vorne könnte problemlos. Wir feuern ein bisschen auf den Hundezwinger da, die Armbrustschützen hier unten, wie sieht es bei euren Hundezwingern aus, geht. Hier vorne schießen wir primär auf den noch. So, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt. Und während die dann in Ruhe weiter feuern, kommen wir mit dem nächsten Tribok. Unser müssen wir jetzt erstmal in Reichweite setzen, aber so, dass der nicht vernichtet wird, denn wir wollen diese Balliste hier hinten jetzt ausschalten. Die wird uns nämlich demnächst noch sehr stark nerven. Und weil das etwas anspruchsvoller ist als eben das Ganze. Ich vermute, wir sind total außer Reichweite gerade. So. Der kann tatsächlich feuern. Dann lassen wir ihn mal da stehen.
und lassen ihn mal feuern eine Weile. Wir machen jetzt hier vorne wieder speichern, weil das war ein Treffer. So. Und dann haben wir jetzt hier den Speicherpunkt und gucken erstmal. Wahrscheinlich wird er den Turm davor auch noch vernichten müssen, wegen Flugbahn und so. Das ist aber okay. Wenn der Turm da hinten weg ist, bin ich glücklich. Wenn der Turm hier oben mitfallen muss, ist das okay. Ich habe hierfür jetzt sowieso mir zwei als Budget eingeräumt. Das ist ja ein Budget von zwei Triboken. Insofern darf der diesmal ein bisschen mehr verfehlen. Also wir werden hier nach auf jeden Fall noch mindestens zwei brauchen und dann will ich erstmal jetzt eine schöne Zeit haben und nachher dann eben mit zweien versuchen, das sollte hinkommen. Ich weiß es halt noch nicht genau. So, aber jetzt hast du halt erstmal deine komplette Munition verballert, hast noch 5 Schuss. So, und wenn das dann nach der zweiten Munition der hintere Turm noch nicht, also nach dem zweiten Magazin der hintere Turm noch nicht gefallen ist, dann müssen wir halt neu laden. Aber ich glaube da in Wirklichkeit nicht dran, dass das nötig wird. Ich glaube in Wirklichkeit sogar fast, dass wir das hier vorne jetzt mit dem Katapult einfach machen können. Wenn wir das jetzt einfach so ein bisschen nach vorne ziehen und dann den Turm da vorne vernichten, so von hier vorne aus kommend. Alle Armbrustschützen dürfen auf den Hundezwinger feuern und alle Bogenschützen dürfen auf diesen Pechschütter feuern. Okay, Katapult, du fährst jetzt bitte nach hier vorne, bis du diesen Turm dort hinten beschießen kannst. Komm schon, lass es nicht zu lange dauern. Auch du hast nicht unbegrenzt Leben. Okay, wir müssen laden. Ja, müssen wir. So, laden. So, dann schieß nochmal. Ich glaube zwar, dass es ein Fehler war zu laden, weil eigentlich sind zwei Rambücke als Budget hier, zwei Tribuke hier mit Grund als Budget eingetragen. Wir hatten erst einen benutzt, aber komm. Man will immer mehr als man hat. Das ist halt so. Jetzt alle auf den feuern. Der hier vorne sollte von den daneben gegangenen Schüssen schon schnell genug weggehen. Ach, die machen so wenig Schaden. Wir haben zwar eine hohe Rüstungsdurchdringung und so, aber die machen so wenig direkten Schaden. So, der andere ist, wie zu erwarten, kaputt gegangen. Der da oben auch. Wie sieht's hier hinten aus? Sieht schlecht aus. Der vordere Turm, der nimmt so ein bisschen als Schutzschild, dient es weg. Das heißt, wir kriegen jetzt prinzipiell mehr Treffer. Dann holen wir den zweiten Tribok jetzt. Wir werten das hier vorne einfach mal als Erfolg und speichern. Und dann holen wir jetzt den zweiten Tribok ran. Der darf sich dann jetzt hier hin bauen. Und den Turm weiter unter Feuer nehmen. So unten aus. Naja, die haben immer noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja gleich auch noch mit dem Bogenschützen da hinten wegräumen. Insofern dürfen die Armbrustschützen noch eine Weile spielen. So. Kommt so jetzt mal. Okay, noch ein, zwei schöne Treffer bitte. Noch einer. Okay, anhalten. So, wir haben jetzt noch 4 Kühe. Und die schießen jetzt zunächst mal nach hier vorne. Wow. Wo muss da ein Stein hin? Dann noch ein Kühchen nach da. Eine Kuh nach dorthin, um die Armbrustschützen auszuschalten. Noch eine Kuh nach hier vorne lieber. Und dann wechseln in den anderen Tribok, denn der sollte auch ein paar Kühe haben. Nein, hat er nicht, okay. Gut, die beiden sind weg, da steht noch ein Pekinier, die Armbrustschützen da hinten haben zumindest mal das halbe Leben verloren. Und das hier vorne ist jetzt auch alles weg, das ist ganz gut. Das bedeutet, ihr kommt erstmal raus und nach hier hinten. Wir setzen den Speicherpunkt und machen einen Cut hier.